Ja, Sack schreibt selber, dass er sehr leckt und das ist hier auch sicherlich rausgekommen bei diesem Video. Aber es waren keine Lecks in dem Sinne, dass ich hätte benachteiligt werden können und von daher, ich beschwere mich nicht. Wenn man gewinnt, ist alles toll. Ja, was heißt, wenn man gewinnt? Noch ist das Match nicht entschieden, aber eins von vier Rennen zu schaffen auf Geistertal sollte drin sein. Und ansonsten, ja, ist okay. Ist schön. Ja, ich denke, ich werde heute noch ein paar mehr Kampf- und Kursvideos machen. Wahrscheinlich noch gegen Sponge auf Vulkanrollen. Und vielleicht auch gegen Giant auf, also auf Pilzschlucht und auf Regenbogenboulevard. Aber ja, auf diese Matches könnt ihr definitiv gespannt sein. Weil die werden alle etwas qualitativ besser. Hoffe ich, sofern ich nicht so gurke, wie ich es in BC3 getan habe, weil das war ja wirklich miserabel. Aber ja. Was soll's. Also mit drei Bananen bin ich hier schon mal gut bedient am Start. Ganz klar. Ja, dass er da nicht reinfällt, war mir klar. Weil ich merke, Sack nimmt den SC nicht so gut. Und ich lege da jetzt einfach eine Banane hin und er fährt rein und das ist ganz toll. Und ja, damit ist es doch schon mal. Ja, dieser Vorsprung sollte definitiv schon mal helfen. Und ich lege jetzt hier einfach weiter Items hin und er fährt rein und so müsste das eigentlich immer laufen. Wenn das so immer laufen würde und ich weiß nicht, warum ich da jetzt hingefallen. Naja, da über die Rampe zu fahren ist immer lustig. Es ist toll. Es ist geil und alles. Ihr versteht, was ich meine. Jetzt aber innen tatsächlich lang gekommen. Also anscheinend fährt er den ST gar nicht so gurkig, wie ich eben gedacht habe. Jetzt hat er da auch noch eine Fake hingelegt, damit ich da reinfahre. Aber das. Oder war das meine? Nein, es war nicht meine. Aber das hätte er sich eigentlich auch schenken können, weil da reinzufahren. Ich meine, ja. Aber wenn ich unter Druck steht, definitiv eher weniger eine Fehlerquelle. Ja, ich werde jetzt gerade schon wieder angeschrieben wegen dem Kampf um den Kursmatch und das noch von SMVE. Das heißt, es kommt noch mehr dazu. Ich weiß nicht, wie viel ich heute noch schaffen werde. Und ich hatte heute eigentlich auch nicht vor, so viele zu schaffen, weil ja heute Abend, wie gesagt, dieser Stich, ja, dieser Stich, na, Stich, ach, wie sagt man das? Stichtermin ist, wo der Kampf um den Kurs Champ Award verteilt wird und wo ich jetzt schon zwei Strecken hinter Sanji liege. Okay, durch diesen Sieg jetzt nur noch eine Strecke hinter Sanji. Und sollte ich jetzt sogar noch einmal gewinnen gegen Sponge zum Beispiel, dann wäre ich sogar gleich auf mit ihm und Sanji wäre definitiv gezwungen, heute noch eine Strecke zu fahren. Ich weiß nicht, warum er so leckt. Also, ich habe definitiv kein Upload an oder so. Wenn du selber einen anhast, es tut mir leid. Also, ganz ehrlich, keine Absicht oder so. Ja, jetzt hat er noch nicht die Wolke. Ja, was soll's. Lol. Der ist gerade runtergefallen bei mir. Naja. Was will man machen? Hui. Also, das war eng. Definitiv. Mein Prinzip ist egal. 8-0 ist nicht mehr drin. Ja. Und der Sieg ist schon da, von daher. Der Rest dieses Matches ist egal. Und da kommt noch der Blaue. Hui. Naja. Wie gesagt, darüber bräuchte man sich nicht aufzuregen, wenn es denn nicht entscheidend wäre. Hui. Da habe ich auch noch mal ein bisschen Glück gehabt. Aber was soll's. Oha, ich sehe gerade meine Kamera nur noch 4 Minuten zum Aufnehmen. Ich muss ein bisschen schneller ins Ziel kommen. Mist, ich hoffe, das Match kriege ich noch ganz drauf. Es wäre schade, wenn nicht. Aber, ja. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann nur schneller ins Ziel fahren. Und inwiefern das klappt, sei mal dahingestellt. Ja. Also wundert euch nicht, wenn jetzt die Aufnahme irgendwann abbricht. Wie gesagt, der Rest des Matches ist ja auch egal. Und eventuell kriege ich das ja sogar noch in die 15 Minuten rein, wenn ich jetzt noch schnell die letzten beiden Rennen schaffe. Und deshalb jetzt einfach durchziehen. Wie sonst was. Oder Sack durchziehen lassen. Oder ich quitte einfach.
dann ist das Match auch schnell vorbei, also. Ganz klar. Hui. Ich muss sagen, in SC nehme ich hier manchmal sehr risikoreich. Aber meistens klappt er dann trotzdem, von daher. Ja, ist der Rote jetzt gegen die Banane? Das wäre für nächste Runde eigentlich wichtig zu wissen. Ui. Ui, also was hier alles nach vorne geflogen kommt, das ist teilweise echt nicht schön. Ja. Okay, jetzt kommen nochmal zwei Rote. Oder sogar drei, oder vier, oder fünf, oder sechs. Ja. Ich verstehe das Prinzip. Natürlich kamen nicht so viele, aber... Das habt ihr selber gesehen. Nein, das war schlecht, das war ganz schlecht, und das war noch schlechter. Ach, Mann. Hui. Naja. Also mehr als da rumzustehen, konnte ich eigentlich nicht mehr machen. Die Banane war einfach dumm. Aber wie gesagt... Oh Mann, nur noch eine Minute zum Aufnehmen. Das wird sehr knapp. Definitiv. Und die 15 Minuten wird es wahrscheinlich auch nicht mehr reinpassen. Zur Not schneide ich einfach ein bisschen von der Audiospur hinten ab und dann ist okay. Nein, also ich werde schon zwei Videos draus machen. Es muss einfach sein und es tut mir leid und ihr müsst euch eben zwei Videos angucken. Ja, ich hatte gerade bei Geistertal eben gehofft, dass ich denn ein Video bekomme, weil es ja die kürzeste Strecke des Spiels ist. Sollte man meinen, wenn man ohne Glitches fährt. Und es ist 13.37 Uhr. Definitiv ein Zeichen, dass ich diese Strecke gewinnen soll und dann schon durchs Item fahre. Oder dass ich diese Strecke hart verkacken soll. Ja, es war mir klar, dass da was zurückkommt. Eigentlich. Wie gesagt, eigentlich. Na, das kam jetzt unerwartet und er fährt gegen die Wand. Juhu. Ja. Ich hoffe, das geht jetzt noch ganz drauf. Bitte, bitte, bitte. Ich fahre auch schnell. Ich fahre so schnell, wie es geht. Meine Cam muss durchhalten. Und alle Roten gehen gegen die Wand. Ja, ich heb mir den Roten auf. Wieso hebe ich mir den Roten auf? Ich denke, meistens sollte er noch den SC irgendwie schaffen und mit Pilzen vorbeiziehen. Ein roter Panzer ist sicher immer hilfreich. Ja, und da ist immerhin noch der Sieg. Und ich glaube, das war's. Und Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn jetzt nicht alles drauf ist, es tut mir leid. Ich habe gewonnen, das letzte Rennen. Da müsst ihr euch halt das Rennen denken. Und ich bin jetzt weg. Bis dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.